So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber wie ihr seht, wir haben erstmal etwas geschenkt bekommen. Nämlich die Lackierung und die drei Sprays von dem Event gestern Morgen. Ja, das Event ist heute Morgen noch einmal. Also seid um 9, von 9 bis 12 in dem Turnier drin. Sammelt eure Punkte und schon werdet auch ihr die Lackierung bekommen, wenn ihr unter die besten 50% kommt, dann habt ihr schon diese Lackierung. Wenn ihr es schafft, unter die besten 25% zu bekommen, bekommt ihr noch die Pickaxe. Wenn ihr es schafft, unter die besten 10% zu kommen, dann bekommt ihr sogar den Skin. So, wir lösen erstmal hier alles ein. Ja, nice. Und die sind wirklich nice. So, wegen der Pickaxe. Das ist dann hier die. Dafür müsst ihr halt unter die besten 25% kommen. Die Kurzanleitung dafür mache ich jetzt ganz schnell hier im Shop-Video, damit alle es wirklich wieder mitbekommen, weil das Problem hatten wir gestern schon. Auf einmal haben die Leute dann gesagt, hö, wie, was machst du da? Habe ich schon gesagt, guckt mal bitte meine Videos an. So, dafür einfach auf Ozeanien die Spielersuche-Region einstellen, dann geht ihr auf Wettkampf und dann seht ihr auch den Cup hier. Ganz einfach. Mehr müsst ihr nicht machen, dann in dem Cup teilnehmen. Und schon bekommt ihr auch die Gegenstände. Wie ihr seht, Turnierdetails. Da will ich gerade nicht hin. Warte, wo sind die Belohnungen? Da. Preise und Belohnungen. Hier seht ihr es. Die habe ich jetzt schon alle bekommen. Das Spray habe ich bekommen. Die Lackierung habe ich bekommen. Das Erntewerkzeug habe ich bekommen. Und natürlich will ich jetzt natürlich noch den Skin haben. Aber dafür muss ich halt unter die besten 10% kommen. Wir können mal gerade gucken, hier kam ich unter die besten 21%. Also 24 Punkte war schon ein bisschen knapp, aber war auch wirklich nicht gut gespielt von mir, beziehungsweise es lief ziemlich blöd. So, aber ich will euch natürlich jetzt hier nicht zu lange volltexten, was das Event betrifft. Also einfach da mitmachen, wie gesagt, die 10 Runden spielen, geht da immer lieber auf Nummer sicher. Ihr seht, in 47 Minuten geht's los. Aber jetzt natürlich erstmal rein in den Shop. Da müssen wir mal gucken, was es da heute Schönes zu kriegen gibt. Und, oha. Oh, der Überschall ist da. Ah ja. Aber neu ist der nicht, oder? Ne, der war definitiv schon mal tot. So, dann hier hinten mit dem Zähler hinten drauf. Aber da muss ich echt sagen, ich feiere die auch nicht so. Also es hat sich nichts geändert, in keiner Variante feiere ich die irgendwie. Ich finde sie irgendwie ein bisschen seltsam. Auch von hinten, ich weiß nicht, ist irgendwie ein legendärer Skin, der mich wirklich null interessieren würde. Null. Also wenn mir irgendeiner den schenken würde, würde ich echt sagen, boah, kannst du das nicht irgendwie zurückziehen? Weil das wäre, das in meinen Augen der Skin ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Hier hinten das, Rückenaccessoire, ja, das ist natürlich nice. Wenn du einen Kill hast und hast die Nummer hinten drauf stehen, ja. Aber dafür 2000 V-Bucks, ne, ist es nicht wert. Dann haben wir hier zielsicher. Und dann erstmal Grüße gehen raus an Raptor mit OG-Kleiter. Meine ich immer nur die Art des Kleiters. Dass der hier erst in Season 8 rauskam, weiß ich auch. Aber ich meine die Art des Kleiters. Das meine ich nämlich damit, weil die sind eigentlich so selten geworden, dass sie überhaupt noch so gemacht werden. Inzwischen werden die immer irgendwie anders gemacht, in irgendwelchen anderen Formen. Aber das hier ist für mich so ein OG-Kleiter-Stil, sage ich jetzt mal an sich, so wie der Kleiter an sich gebaut ist. So, aber auch der nicht so ganz mein Fall. Oh ja, eine schwarze Tarnung. Da waren sie ja top motiviert. Na doch, man sieht doch noch ein bisschen mehr. Hat so ein bisschen den Metall-Look mit drin, aber würde ich mir definitiv nicht holen. Nee. Da gibt es schönere Tarnungen für 300 V-Bucks. Und dann haben wir noch Luftkampf. Ja, heute machen sie aber auch wieder reichlich in den Shop rein, merke ich gerade. So, dann gehen wir direkt mal wieder weiter. Warte mal, habe ich wirklich alles? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergesse, euch zu zeigen. Ja, hab alles. So, dann haben wir hier die Combo-Klingen. Weil die finde ich wieder zu groß. Ein bisschen zu groß, zu wuchtig. Aber gut, gehört halt zum Mecha-Team, ne? Und
So, dann gibt es hier noch den Mecha-Anführer mit dem Tanz, beziehungsweise dem Mode. Das gehört dazu. Den gibt es natürlich auch noch in zwei verschiedenen Stilen, aber ich habe schon mal gesagt, wenn überhaupt, dann der Stil. Aber so an sich, ich weiß nicht, der Teddybär als Mesh irgendwie auch nicht meins. Also heute haben sie im Shop Sachen, die mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Wie gesagt, die Combo-Klingen und die Tarnung. So, dann, oh, es ist wieder Dino-Zeit. Einmal der Gleiter, und das meinte ich halt, das ist kein OD-Gleiter in meinen Augen. Ist zwar aus Season 4, älter als der andere, doch älter als der andere, aber ist halt eine ganz andere Form von Gleiter. Weil die hier gefallen mir halt wirklich nicht so. Am besten, also ich persönlich spiele am liebsten mit den Gleitern mit den Regenschirmen. Einfach nur, weil sie am wenigsten Platz wegnehmen von der Spielmap her. So, dann haben wir hier noch die Dino Pickaxe. Und Kristall für 800 V-Bucks. Das meine ich, das hier ist in Anführungszeichen wieder ein schöner 800 V-Bucks Skin. Also wer Skins unbedingt sammeln will, das hier ist wieder so ein schöner 800 V-Bucks Skin. Den könnte man sich dann gönnen. So, dann haben wir hier wieder Pronto. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ja die andere Variante, die ein bisschen animierter ist. Das hier ist in Anführungszeichen irgendwie so die billige Variante davon. Gefällt mir persönlich nämlich überhaupt nicht. Sieht irgendwie ganz seltsam aus. Die Sache, ich glaube, heute ist der erste Shop, wo mir gefühlt fast nichts gefällt. Dann haben wir Abstrakt mit drin. Der gefällt mir wiederum. Wenn er, ich habe immer was zu meckern, wenn der nicht diese Maske im Gesicht hätte. Ich weiß nicht, er ist doch nicht bei einer Reinigungsfirma. Klar, man soll immer Mundschutz und bla bla bla. Aber doch nicht bei dem Skin. Aber so an sich ist der Skin schon nice. Aber 1500 V-Bucks, da weiß man ja wieder. Dann der nächste 800 V-Bucks Skin. Die liebe Praiser. Kann man sich gönnen, aber ist auch nicht so ganz meins. Und dann einfach eigentlich. Die Musik ist wieder nice. Ihr wisst ja, ihr dürft die Musik in YouTube-Videos einbauen, weil ich baue sie ja gerade selber ein. Also wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr nur 10 Minuten davon nutzt, Sache. Für YouTuber ist die Musik eigentlich top. So, und dann haben wir noch langsames Klatschen. Ich benutze es öfters, gerade wenn ich einen von euch weggeholt habe. So, dann albernes Hüpfen. Ah ja. Das ist neu. Ich bin ja richtig krank. Aber so ein bisschen Super Mario Style von Musik her. Ich achte jetzt immer inzwischen auf die Musik, von daher. Das ist nice. Dann haben wir Tanztherapie. Der ist auch nice, was sind denn halt für geile Tänze drin? Skins kacke, Tänze top. So, das war der normale Shop. Jetzt gehen wir mal gleich noch rüber in den NFL-Shop. Aber denkt dran, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Ihr seht schon, bei mir ist er selber ausgetragen. YT_Family. Heck, nicht Heckel, sondern Heck. Würde mich halt freuen, wenn ihr mich supporten würdet. In dem Sinne würde ich sagen, geht man direkt mal ganz schnell durch. Aber hier hat sich eigentlich auch nichts getan. Wir sind jetzt seit 3 Tagen da. Man kann hier halt alles Mögliche einstellen, egal welches Team ihr haben wollt, welche Rückennummer. Alles ist euch hier frei überlassen. Wie gesagt, ihr habt das Ganze in 4 Stilen. Dasselbe halt nochmal in der männlichen Variante. Ich sage, wenn die Shops dann 3-4 Tage drin sind, dann gehe ich halt ein bisschen schneller durch. Wer da mehr sehen will, einfach ein altes Shop-Video gucken, wo sie halt neu reinkamen. Weil sonst zieht sich das wirklich zu sehr in die Länge. Dann haben wir noch den Touchdown-Tanz. Habe ich auch schon hochgeladen, also wer da die Version braucht, gönnen wir. Dann haben wir den Touchdown-Hängegleiter. Und das ist halt für mich OG. Lieber Raptor. So, dann nichts da.
Gruß geht nochmal raus. Dann goldener Football. So, dann noch Timeout. Ah ja. Und Remix. Wenn ihr den Sieg euch eine Viertelstunde angehört in meinem Video, dann viel Spaß. Du kannst sie, irgendwann wirst du krank auf diesen Sieg. So, das war halt jetzt der ganz normale Shop. Frosch im Hals, man kennt's. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch schnell rüber in Rette die Welt. Da gibt's heute eine kleine Besonderheit. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke für alle, die für den normalen Shop da waren. Euch einen schönen Tag noch. Wie gesagt, 9 Uhr geht's los. Also quasi, wenn ihr das Video fertig geguckt habt, ist wahrscheinlich schon gerade Start. Und wir gehen jetzt ruckzuck rüber in Rette die Welt. Denn es gibt heute eine Ausnahme. Wir haben mal wieder eine V-Bucks-Aufgabe. Und nein, wir haben nur eine V-Bucks-Aufgabe. Und nein, diese Aufgabe ist nicht im Steinwald. Leider. Sie ist im Prinzip nur für Leute, die schon etwas höher sind. Nämlich so um die Level 70, 75. Beziehungsweise ihr müsst in eine 84 plus Level rein. So, ich werde euch noch direkt zeigen, wo die ist. Wenn Rette die Welt mal schneller lädt. Aha. So, in 3 Tagen gibt es schon wieder schön 300 V-Bucks. Man kennt es. So, wo sind wir hier? Karte, plapp. Ja, leider in Twin Peaks. Ich weiß, jetzt wisst ihr, warum ich so reingesuchtet habe damals. 200, Schuze. Da ist er. Einmal den Schutzbunker evakuieren. Zack, habt ihr 40 V-Bucks. Also, es gibt heute endlich mal wieder V-Bucks. V-Bucks. So, was haben wir im Lama-Shop? Also, ganz normales Upgrade-Lama und ein Wild-West-Lama. Da wird wahrscheinlich, wenn der Held hier irgendwie interessant sein, aber auch nur für die, die Konstrukteure spielen, würde ich sagen. So, da habe ich immer noch nicht alles gekauft. Aber die Lamas machen wir heute nicht auf, sondern das machen wir dann nachher im Livestream nach dem Turnier. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, haut rein.